Jo, servus zusammen, Stiffer hier. Und heute zeigen wir euch mal was ganz Interessantes. Und zwar, wie man ganz einfach, beziehungsweise ich will erstmal von vornherein sagen, bitte nicht zu Hause nachmachen. Beziehungsweise wenn ihr es macht, dann nur bei eurem eigenen Auto, weil sonst ist das ein bisschen heikel. So, was zeige ich euch heute? Ich zeige euch heute, wie man mit dem Apfel eine Autotür öffnen kann. Ganz, ganz simpel. Jeder vernünftige Mensch hat Obst zu Hause, deswegen habe ich gerade bei meiner Nachbarin schnell noch geklingelt und mir einen Apfel geliehen. Und dann wollen wir mal anfangen. Was brauche ich da noch zu? Ich habe hier so ein Spezialwerkzeug vom Kumpel ausgeliehen. So eine Art Überlebensmoped. Und seht, das ist ein ganz normaler Apfel, das ist ein Granny Smith. Und damit werden wir jetzt diese Autotür ganz simpel öffnen. Und zwar fange ich mal an hier mit dem Apfel und werde da erstmal mal gucken, ob wir das hier direkt hinkriegen auf Anhieb. Das ist manchmal nicht so einfach. Ich muss jetzt hier einen schönen Spalt reinkriegen. Sonst haut das nämlich alles nicht hin. Ich sage immer, mit Tennisball kann ja jeder Türen öffnen. Mit dem Apfel ist das schon eine ganz andere Hausnummer. So, jetzt gucken wir hier, dass wir den Spalt hier ordentlich reinkriegen. Dass es auch klappt. Das sieht schon gar nicht schlecht. Oh, das sah schon ziemlich gut aus. Also ich muss sagen, ich bin ja da echt ein Talent, was solche Sachen angeht. Dabei immer noch so gut auszusehen, das ist immer so eine Sache. So, schauen wir mal. Machen wir hier schön weiter. Das sieht nicht schlecht aus, das könnte man versuchen. Ich zeige hier, das ist ein ganz einfacher Keil reingeschnitten. So, und damit werde ich jetzt die Autotür öffnen. Und alles, was ich jetzt noch dazu brauche, um das dann wirklich zu schaffen, ist der Autoschlüssel. Den stecke ich hier rein, stecke ihn ins Türschloss, offen. So einfach läuft der Hase. Schönen Tag wünsche ich euch. Ciao, ciao.